schnell aus Baguette und schon ein Stück rausgebrochen. Guck mal hier. Oh, zeig mal. Kannst du das mit der Hand oder mit dem Messer aufschneiden? Ja, wenn Messer. Die reif ist, dann kriegst du das mit der Hand auf. Jetzt mache ich mal hier, spalte ich mal wieder so ein Stück auf. Pass auf, dass meine Kamera nicht kaputt geht. Guck mal hier. Hier liegt noch einer drin, siehst du? Das sieht so aus wie so... Wie so... so nee, ich finde eher wie so ungeborene Echsen oder sowas. Was ist passiert? Ich weiß nicht, was. Probier du mal. Also, wir drehen schon vom Geruch zum Magen. Aber wenn du es einmal probiert hast, dann schmeckt es noch schlimmer. Also, ich find's, Daniel hat gesagt, er hat Orgasmus, wer er das ist. Naja, jetzt nicht mehr. Eine Kamera. Jetzt hier so vor der Kamera. Die hat genau die richtige Reife jetzt. Schau mal, schön weich. Hier ist noch ein Kern drin. Den isst man natürlich nicht mit. Und ich dachte, so ihr seid weltoffen, Feinschmecker. Ja, darum ja aber Feinschmecker heißt ja trotzdem, dass es gut schmecken muss. Nein, wir hatten da eine Babywindel. Wir hatten ein Darmödem und mussten es dann. Nee, leider nicht. Wie schnell seid ihr vorhin gefahren? Das ist schön. Alter, 5 Knoten, maximal gerefft. Guck mal die See. Siehst du die Wellen? Gerade fängt es wieder an zu regnen ein bisschen. Ich glaube, ich stehe gleich runter. Ja. Große Wellen. Heute ist der Tag mit dem wohl am besten Wind, seitdem wir hier am Bodensee sind. Das hat sogar dazu geführt, dass ich bei ungefähr 1 Meter Wellen so gut geschlafen habe wie in keinem Hafen. Während das Schiff auf den Wellen tanzte, lag ich unten in der Koje, bin ein bisschen von links nach rechts und oben nach unten gerollt und habe den Schlaf eines Gerechten geschlafen. Also heute ist einfach nur herrlich. Könnte ein bisschen mehr Sonne sein, aber dann wäre wahrscheinlich weniger Wind von dem her. Wollen wir uns eigentlich nicht beklagen.
Du kochst einen Tee? Endlich zum ersten Mal stehe ich ein Herd. Ich koche ein Wasser und einen Tee. Ist jetzt nicht schlecht. War grausam, ja. Es hat geregnet, es gab Wellen, es hat gescheppert. Ich war voll müde, ich war seekrank. Ich musste aufs Klo, ich hatte Hunger. Weißt so viel Kränkung haben wir. Ja, sind da okay, wie kriegt man das auf? So. Ja, genau, so ist es. Oh, und da kommt dann erstmal ein Schwall Wasser entgegen. Ein Schwall war gut. Ich glaube, Rabans Hosen ist so mit 5 Litern Regenwasser übergossen. Wir haben noch eine Tasche von Daniel. Wir haben mega Kartoffeln wahrscheinlich.